Unsere Recherchen führen uns nach Jiangxun, Nordostchina. Eine Industriestadt mit 8 Millionen Einwohnern. Etwas außerhalb der Firmensitz von GeneSci, dem weltweit größten Produzenten von künstlichen Wachstumshormonen. In einem Werbefilm im Internet preist das Unternehmen Gentropin an, ein Wachstumshormon angeblich nur für kleinwüchsige Kinder. Das große Geld soll GeneSci allerdings mit dem illegalen Handel machen. Gentropin für die Bodybuilder-Szene und den Leistungssport. Millionen lassen sich damit verdienen. Der Kopf der Firma, Lüe Jin. Wir wollen mit dem Firmengründer und Chef selbst sprechen. Die Interviewanfrage wird abgelehnt. Bilder dürfen wir hier auch nicht drehen. Nach unseren Recherchen ist GeneSci sogar teilweise in staatlichem Besitz. Lüe Jin erwarb sich seine wissenschaftlichen Kenntnisse in den USA. Jetzt wird er dort mit Haftbefehl gesucht. Wir verfolgen Lüe Jins Spur. New York. Über diese chinesische Bank in Manhattan soll er jahrelang seine Amerika-Geschäfte abgewickelt haben. Die Bank of China. Insgesamt sollen rund 3,5 Millionen US-Dollar auf die Geschäftskonten geflossen sein. Besuch bei der Staatsanwaltschaft Providence, Rhode Island. Hier wurde gegen den chinesischen Geschäftsmann Anklage erhoben. Die Vereinigten Staaten von Amerika gegen Lüe Jin. Über 60 Seiten Anklageschrift zum angeblichen millionenschweren Deal mit dem Wachstumshormon Gentropin. Das Internet war der Grundstein des Handels mit menschlichen Wachstumshormonen. In der Klageschrift vor dem Bezirksgericht wird ausgeführt, dass Lüe Jin eine Vielzahl von E-Mail-Adressen nutzte, um Kunden in der ganzen Welt und in den USA zu bedienen. Ein weltweiter Schwarzmarkt, überschwemmt von chinesischen Dopingsubstanzen. Wir treffen Ricardo, Bodybuilder. Er will nicht erkannt werden. Seit Jahren spritzt er sich verbotene Dopingsubstanzen. Er kauft den Stoff meistens über Freunde oder übers Internet. Der Großteil der Mittel kommt aus China, erzählt er uns. Man hat mehr Kraft, die Muskeln wachsen, es gibt mehr Energie. Manche kriegen Pickel, aber ich habe nie welche bekommen. Nach jedem Zyklus mit den Mitteln lasse ich beim Arzt immer meine Leber- und Blutwerte untersuchen. Meistens sind die okay. Chinesische Dopingsubstanzen im Fitnesssport. Ein Markt mit enormen Gewinnen. 21. September 2007. Start für die Polizeiaktion Raw Deal. Ein weltweiter Schlag gegen die Dopingmafia. Bundesbeamte der Drug Enforcement Administration nehmen in den Vereinigten Staaten über 120 Personen fest. Kleinkriminelle, Ärzte, Dealer. Im ganzen Land werden Untergrundlabore geschlossen. Mehrere Millionen Dollar werden sichergestellt. 99% der beschlagnahmten Substanzen stammen aus China. Zeitgleich werden in 9 weiteren Ländern, auch in Deutschland, Dopingpräparate gefunden. Wir sind in der Nähe von Washington mit einem Beamten der Drug Enforcement Administration verabredet, Rusty Payne. Von hier aus wurde die Aktion Raw Deal gelenkt. Bei den Ermittlungen nahm die DEA 37 chinesische Firmen ins Visier, die in den Dopingskandal verwickelt sein sollen. Doch die Behörden in China kooperieren nur halbherzig mit den US-Ermittlern. Der illegale Handel geht weiter. Das ist längst nicht der letzte Fall. Steroide aus China werden uns weiter beschäftigen. Auch heute noch findet man im Internet Angebote für Anabolika oder Wachstumshormone aus China. Auch in Washington wächst der Unmut über die chinesische Anti-Doping-Politik. Kongressabgeordnete wie Cliff Stearns fordern, China muss im Jahr der Olympischen Spiele hart gegen den illegalen Dopinghandel vorgehen.
Er sieht darin eine große Gefahr für die Gesundheit seiner Landsleute. Wir haben das klar angesprochen, diese Produkte wird es hier nicht mehr geben. Und wenn diese Firmen nicht geschlossen werden, dann werden wir den Import auch anderer chinesischer Produkte stoppen. Und so zwingen wir sie, das Thema anzugehen. Wir kehren zurück nach China. Offenbar hat die Regierung auf den Druck aus den USA reagiert. Einige Apotheken und Unternehmen sind geschlossen worden, heißt es. Auch der Firma Jinsei soll die Lizenz für die Produktion ihres gefährlichen Wachstumshormons entzogen worden sein. Aber nur vorübergehend. China sieht sich auf dem richtigen Weg in der Dopingbekämpfung. Was die internationale Kritik am illegalen Handel mit Medikamenten angeht, so nimmt die chinesische Regierung diese Kritik sehr ernst und ergreift derzeit einige wirkungsvolle Maßnahmen, um den illegalen Handel zu unterbinden. Wie wirkungsvoll sind diese Maßnahmen? Über einen Strohmann bestellen wir telefonisch mehrere Dopingsubstanzen, darunter EPO und ein Anabolikum, Estradiendione. Hallo, guten Tag. Ich hätte eine Frage. Können Sie mir sagen, was 100 Gramm Estradiendione bei Ihnen kosten? Wenn Sie 100 Gramm haben wollen, dann kostet das 1500 Yuan. Dann würde ich nur noch gerne wissen, wann können Sie mir das schicken? Wir dürfen vor Olympia nichts verschicken. Wir sollen die Substanz selbst abholen, heißt es am Ende des Gesprächs, und wir machen uns auf den Weg. Um den Kauf zu dokumentieren, drehen wir mit versteckter Kamera. Der Empfang ist freundlich. Wir geben uns als Berater deutscher Pharmaunternehmen aus. Das reicht. Der Mitarbeiter stellt uns keine weiteren Fragen. Für 100 Gramm Estradiendione mit Reinheitszertifikat bezahlen wir 1500 Yuan, rund 150 Euro. Ein echtes Schnäppchen, wie sich später herausstellen wird. Zum Abschied sagt uns der Verkäufer: Diese Substanz ist ein Dopingmittel, sagt unsere Regierung. Deshalb dürfen wir sie in der Zeit um die Olympischen Spiele herum eigentlich nicht verkaufen. Aber nach den Spielen geht das Geschäft mit diesen Mitteln wieder einfacher. Auch mit dem Kauf des gefährlichen Dopingmittels EPO haben wir keine Probleme. Wir drehen wieder mit versteckter Kamera. Nach einem kurzen Verkaufsgespräch erhalten wir diese Probe. Bei Interesse könnten wir jederzeit größere Mengen bestellen, bietet man uns an. Dopingkontrolllabor Köln. Hier lassen wir die Substanzen testen. Mario Tevis hat die 100 Gramm Estradiendione, die wir für 150 Euro gekauft haben, genau analysiert. Bei Estradiendione handelt es sich um ein anaboles Steroid mit einem unkalkulierbaren gesundheitlichen Risiko, denn es hat nie pharmazeutische und klinische Prüfungen bis zur Vollendung durchlaufen. Und aufgrund dessen kann es nur über den Schwarzmarkt bezogen werden, wo es in den Mengen etwa 100 Gramm einen Wert von etwa 6.000 bis 7.000 Euro besitzt. Und als Referenzverbindung für ein Labor wie unseres würde es etwa 30.000 bis 40.000 Euro kosten, solche Mengen zu erwerben. Für 150 Euro gekauft, hier bis zu 40.000 Euro wert. Der Stoff, Grundsubstanz zum Beispiel für Trendepot. Bei Bodybuildern ist dieses Dopingmittel beliebt. Damit werden extrem schnelle Erfolge im Muskelaufbau erzielt. Experten können es kaum fassen, wie einfach solche Substanzen im Olympia-Gastgeberland immer noch zu kaufen sind. Das ist halt nicht, absolut nicht tragbar. Ich glaube, das ist den chinesischen Behörden auch klar, dass so etwas absolut nicht geht. Aber anscheinend bekommt man dieses Problem nicht in den Griff. Mehrere Firmen sind dort immer noch aktiv, wie das jetzt, wie ihre Recherchen gezeigt haben. Und die Dinge, die sie verkauft haben, sind ja hochrein, hochgefährlich und entsprechen eigentlich einem kriminellen Akt hier in Europa.